Kundgebung. Für ein gelingendes Leben in Frieden und Sicherheit. Gegen Hass, Hetze und Menschenverachtung. Freitag, 8. Dezember 23, um 18 Uhr, Abschnittger Platz, Norden. Nach dem Überfall auf Israel und den Vergeltungsmaßnahmen gegen Gaza darf niemand gleichgültig bleiben. Wir rufen alle demokratisch gesinnten Menschen im Norden auf, ganz gleich, in welcher politischen Partei, Institution, Kirche oder Weltanschauung sie sich beheimatet fühlen, ganz gleich, zu welchem Verein sie gehören, zur Verteidigung unserer Demokratie, zum Eintreten für eine bunte Gesellschaft, zum Engagement für einen mitmenschlichen Umgang auf allen Ebenen des täglichen Lebens, gegen Kinderarbeit, Menschenhandel und Sexsklaverei, gegen Antisemitismus, Rassismus und menschenverachtenden Hass, der dem Terror den Weg bahnt. Wir setzen gemeinsam ein Zeichen. Wir gehen zusammen auf die Straße. Es halten kurze Ansprachen. Bürgermeister Florian Eiben, Hans Forster, GGB. Jugendbürgermeisterin Merle Gartena, Eva Reckwart-Schohaus, Terre des Femmes. Superintendent Christian Neumann, Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis. Aufrufende: Amnesty International Norden, Attac Norden, CDU Norden, GGB Ortsverband Norden, Die Grünen Norden, Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Norden, Klimagruppe Norden, Ökumenischer Arbeitskreis Norden, SPD Norden, Terre des Femmes Norden. Gegen Hass, Hetze und Menschenverachtung. Am Freitag, dem 8. Dezember 2023, um 18 Uhr auf dem Abschnittgerplatz in Norden.